Guten Morgen, das ist Chapman. Willkommen zurück zu F1 2020 zum Qualifying des Großen Preis von Russland. Wir waren jetzt die letzten beiden Rennen, die letzten beiden Qualifying sehr, sehr gut dabei. Immer haben es beide Male in Q3 geschafft. Heute ist das nicht der Plan, denn wir haben die Motorkomponenten ausgetauscht. Und zwar einmal alles, weil, naja, das hat nicht mehr allzu gut funktioniert gegen Ende, wie wir gesehen haben beim Russland Grand Prix, beim Singapur Grand Prix, so. Und deswegen haben wir einmal alles neu ausgetauscht, werden Energiespeicher und Steuerelektronik halt nochmal neu bestellen müssen. Und dementsprechend eine Gridstrafe in Kauf nehmen von insgesamt 10 Plätzen. Und da ich sowieso wahrscheinlich, falls ich in Q3 kommen sollte, nur so Platz 8 oder so wäre, wäre das sehr schwierig dann, wenn ich dann von P18 starten würde und dann allerdings keine freie Reifenwahl habe. Was heißt, der Plan ist tatsächlich, irgendwie vielleicht P11 zu holen, damit wir von P21 starten, aber trotzdem die freie Reifenwahl haben. Aber mehr als P21 wird es halt nicht werden, deswegen werden wir wahrscheinlich zwar in Q2 reinkommen, aber dann in Q2 rausfliegen. Das ist zumindest der Plan. Und in der Schwierigkeit sind wir bei 104 wieder. Das ist so, ich denke mal, ich werde tatsächlich auch für die kommenden Rennen bei 104 bleiben, weil das sich doch rausgestellt hat, ist eigentlich ein Schwierigkeitsgrad, auf dem ich ganz gut unterwegs bin. Und ja, dementsprechend belassen wir es dabei. Rivalität führen wir aktuell 10-6 gegen Lando Norris. Letztes Mal natürlich 5 Punkte geholt im Rennen. Das hat natürlich sehr geholfen. In der Entwicklung habe ich mich rangesetzt und wir haben wieder ein kleines Heckabtrieb-Upgrade angezettelt. Und ja, uns fehlt hier leider ein Punkt. Aber sowieso könnten wir das nicht entwickeln, weil die Abteilung ausgelastet ist. Aber so haben wir aktuell fast 700 Punkte noch zur Verfügung, die wir verwenden können, wenn dann die Teile da sind vor Japan. Sollte ja alles, was hier gerade entwickelt wird, ankommen. Deswegen schauen wir mal, ob das so passieren wird. Wir gehen zum Qualifying, welches trocken bleiben wird, genauso wie das Rennen. Und ja, schauen mal an, ob der Plan funktioniert oder ob wir vielleicht überhaupt gar nicht in Q3 reinkommen würden. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gar nicht in Q2 reinkommen. Das ist natürlich die interessante Sache. Ist ja möglich durchaus, dass wir einfach gar nicht die Pace hätten für Q3. Aber werden wir ja sehen, wird sich rausstellen, wobei ich auf Russland eigentlich keine so schlechte Pace habe. Was mir halt nur aufgefallen ist im Training, die Sausage Curbs auf Russland, die kicken übel rein in dem Titel. Also das war in 2019 noch nicht so heftig. Da musste ich ein bisschen aufpassen, hatte ich schon einige Momente im Training, wo ich Zweirad gefahren bin. Wir nehmen mal 3,5 Runden mit, nehmen die Softreifen und hoffen einfach mal, dass eine Runde reicht. Müsste eigentlich theoretisch schon so sein. So, genau, die Motorkomponenten dürften dann jetzt auch gleich dabei sein. Dann sehen wir auch 10 Platz Gridstrafe. Und damit ist unser Motor wieder voll im Takt. Allerdings das Getriebe halt ein bisschen kaputt. 68 wäre heftig. Nee, 68%, wie gesagt. Ist zwar jetzt tendenziell nicht unbedingt das Geilste auf der Welt, wenn uns dann im Rennen ein Getriebe im Abgang machen wird, aber auf Russland brauchen wir doch einfach auch den frischeren Motor. Und dadurch, dass wir echt eigentlich gut Teile eingespart haben über die komplette Season, mussten wir jetzt halt nur 2 Teile neu bestellen und haben dadurch, ja, nur 2-mal 5 Platz Gridstrafen bekommen. Was uns natürlich dann langfristig gesehen vielleicht ein bisschen helfen könnte. So. Ja, im Prinzip macht das jetzt auch nichts, wenn wir nicht in Q2 reinkommen sollten. Trotzdem hoffen wir einfach mal, dass die Pace reicht. Ich weiß nicht, so eine 30er Zeit wäre gar nicht schlecht, wenn wir die fahren könnten. Ich glaube, im Quali-Programm, im Training waren 31er Zeiten drin, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, so eine 30er Zeit jetzt eben mit dem frischen Motor. Und dann eben noch richtig im Qualifying mit dem Fettgemisch sollte machbar sein eigentlich. Ja, da ist jetzt dann natürlich die große Chance für De Vries zu glänzen. Wenn er den Wagen jetzt in Q2 reinstellen könnte, wäre das doch schon mal sehr positiv. Es ist ja generell so ein bisschen die Bedingung gestellt worden, wenn De Vries Punkte holt, ist er auf jeden Fall dabei in der nächsten Season. Was aber natürlich nicht heißt, dass wenn er keine Punkte holt, dass er dann nicht dabei ist in der nächsten Season. Da muss man ja schon genau aufs Wording aufpassen.
So. Ja, schauen wir doch mal, wo wir theoretisch stehen würden. In Q2 können wir da natürlich keine krasse Runde ballern. Ah, sieht nicht schlecht aus, die Runde bisher. Ah, einfach safe rumfahren, den Wagen nicht in die Wand setzen. Das ist alles, was wir haben wollen. So, 32,6 von Russell. Komm. Nick, die wirst du doch wohl schlagen. Mit 32,6 bin ich im Training gefahren. 31,7 von De Vries. 30,9 von uns. Damit knapp 18. schneller. Und das jetzt tatsächlich ohne großartig zu pushen, sondern wirklich relativ safe gefahren. Da haben wir Ricciardo hinter uns. Wir haben. Ne, den Racing Point nicht hinter uns, der fängt seine Runde jetzt erst an. Wir haben sogar Raikön hinter uns. Der Alfa Romeo ja tatsächlich aktuell noch vor uns in der Fahrzeug-Performance-Tabelle. Auch Perez hinter uns. Ja, wie gesagt, meine Pace auf Russland ist nicht schlecht, definitiv. Und dann sollte das aber ja tatsächlich auch belohnt werden, finde ich. Wenn meine Pace gut ist, dann muss ich auch, dann sollte es auch mir möglich sein, ein geiles Ergebnis einzufahren. So wie letztes Mal beispielsweise. In Singapur. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann tatsächlich für den Rest der Karriere auch dann für die zweite Season auf 104 bleiben. Auch wenn ich dann auf einigen Strecken definitiv auf die Schnauze kriegen werde. Silverstone fällt mir da ein, ganz spontan beispielsweise. Aber ja, es hat nur 16 Rennen gedauert, bis ich meine KI-Schwierigkeit gefunden habe. Aber auch Science ist hinter uns. Ja, wir könnten halt schon locker in Q3 reinkommen, denke ich. Aber das Ding ist, es ergibt keinen Sinn. Das wäre Quatsch. So, wie sieht denn der Rest aus? Da fährt ein Bottas über die Ziellinie. Oder auch nicht, er fängt seine fliegende Runde jetzt erst an. Ja, der Vries hat 18. hinter uns mal wieder. Schwierig. Aber komm, so langsam ist es doch wahrscheinlich ihm auch mal möglich, es in Q2 zu schaffen. Irgendwann muss das doch auch mal klappen, oder? Ja, lasst euch Zeit, kein Problem. Immer noch P2 aktuell. Interessant. So, dann schauen wir doch mal gleich, wie genau die Lage denn jetzt hier ist. Information on your current levels of tire wear and damage, press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and damage screen. Ja, das sind 5/10 von De Vries. Jo, Norris, Raikön, die gleiche Zeit, krass. Nee, das sind 5/10, die De Vries noch finden müsste. Auf Raikön oder Norris. Der dritte Sektor von De Vries ist stark. Im zweiten verliert er ein bisschen und im ersten verliert er massiv. Im ersten habe ich die Bestzeit gehabt, bis gerade, bis Bottas. Das macht halt wahrscheinlich auch ein Stück weit der neue Motor. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, schwierig. Schwierig. Also wir bleiben auf jeden Fall drin, die Zeit wird reichen. Jetzt haben auch noch Sainz und Ocon die gleiche Zeit gehabt.
Oh Mann. Ja, für Q2 reicht's und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann schon mit dem Motor jetzt immer ein bisschen. In Q2, glaube ich, fahren wir dann gar nicht erst raus. Da ist mir das Risiko zu groß, dass ich dann doch in Q3 reinkomme und in Q3 selber werde ich nicht so viel reißen, wie gesagt. So, die Ferraris auf 1 und 2. Ah, De Vries hat's knapp nicht geschafft. Aber es wird auf jeden Fall, es wird P18 im Qualifying. Vor beiden Haas und vor den Williams. Das ist ein erster Schritt, den er machen muss. Das ist ein erster Schritt, ein guter erster Schritt. So, und einfach nur um den Wagen jetzt nicht zu belasten, bleiben wir einfach drin in der Box. Macht ja nichts, oder? Wie gesagt, wir werden eh ganz hinten starten. Und dann haben wir jetzt aber für die letzten 6 Rennen noch einen ganz akzeptablen Motor wenigstens. Ich meine, wir werden wahrscheinlich dann für Abu Dhabi, könnte ich mir vorstellen, nochmal tauschen. Einfach echt nochmal neue Komponenten reinhauen. Und dann in Abu Dhabi vielleicht ein 100% Rennen fahren. Das wäre eine Möglichkeit. Wollte ich ja 2019 schon machen, gegen Ende der Karriere. Nur war ich da leider ein bisschen zu blöd dafür. So. Ja, Norris hat jetzt halt einen Punkt in der Rivalität gewonnen. Ist halt so, schade. Aber ja. Ja, wir wären reingekommen in Q3, wenn wir uns angestrengt hätten. Wäre das machbar gewesen, definitiv. Das heißt, im Rennen sind Punkte mal wieder drin, definitiv. Auch wenn wir halt von P22 starten. Wir haben letztes Mal gesehen, wie mächtig eine Einstopp sein kann. Überlegen wir darüber vielleicht mal. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Ja, ich gebe dem Team die Schuld. Ja, natürlich. Welchen Einfluss wird es auf Ihre Strategie haben, dass Sie das Q3 heute verpasst haben? Nix, gar nicht. Klingt, als hätte die Werkstatt da noch einiges zu tun. Wenn du meinst, Claire, wenn du meinst. Gott sei Dank bin ich der Fahrer und Teamchef und nicht du. Gott sei Dank darf ich entscheiden, wer wann wie was zu tun hat oder nicht. So, ja, den einen Punkt in der Rivalität nehmen wir in Kauf. So, De Vries. Nach dem Rennen kriegt er wahrscheinlich Stufe 8 Anerkennung. Endlich mal, hätten wir was. Weil je früher wir diesen vierten Sponsor ranholen können, desto mehr Kohle kriegen wir natürlich. Und das ist wichtig. Ich glaube, auch dieses Mal wird es sehr eng mit den 100 Gesamtrunden. Leider, leider. Was natürlich ein bisschen schade wäre, aber können wir wenig dran ändern. So. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird? Ja, Rennen bleibt trocken. 27 Runden werden es sein. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Wir schauen mal, ob wir auch durch den neuen Motor vielleicht tatsächlich gut vorne mitfahren können. In Spanien hat es ja funktioniert, nur da habe ich es dann weggeschmissen. Deswegen, ja, schauen wir doch mal, ob wir wieder mal Punkte holen können. 5 in Folge. Wäre sehr cool, wenn wir das schaffen würden. Ich würde sagen, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber deutlich nach oben freuen. Das Rennen dann natürlich wie immer in etwa 2 Stunden. Und bis zum nächsten Mal. Servus!